herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Letztes Mal haben wir uns hier mit Abigail unterhalten und ja auch den Auftrag mit den Bargasten erledigt. Und jetzt versuche ich ja gerade herauszufinden, was wir als nächstes machen können. Ach ja, wir müssen 5 weiße Myrteblüten sammeln. Dafür müssen wir aber wissen, wie man Kräuter sammelt. Und dann müssen wir auch noch wissen, wie man die Myrten sammelt. Also es wird nicht einfacher. Erstmal würde ich sagen, lernen wir das. Wir haben ja letztes Mal Fähigkeitspunkte bekommen. Und die können wir jetzt gleich mal investieren. Da müsste ich nur noch mal wieder ein Feuerchen finden. Wir befinden uns hier. Oh, zum nächsten Feuer ist es sogar ein bisschen weit. Wir gehen mal hier hin. Was haben wir da? Ein Schmied haben wir da ja noch. Ja, würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ja, wo läuft der denn hin? Ja, es ist nass hier in der Ecke. Was für ein abscheuliches Wetter. Da habt ihr recht, da habt ihr recht. Genau, hier müsste das ja irgendwo sein. Den Hühnern und den Wachen ist das Wetter egal. Hier war irgendwo. Ach ja, klar. Natürlich, hier ist doch ein Lagerfeuer. Ja, und ich muss das wieder anmachen. Ist ja wieder klar. Ja, wir haben neue Talente erworben und die würde ich ganz gerne lernen. Wir haben 3 Bronzetalente bekommen und wir müssen bei Intelligenz gucken. Zeichen Basisintensität, Trankbrauen, das haben wir schon. Wir brauchen ja vor allem Kräuterkunde. Genau, erfordert Bronzetalent. Kann ich nicht anwählen. Ermöglicht es Geralt, Kräuter zu identifizieren und zu sammeln. Ich kann es nicht anklicken. Muss ich erst das hier lernen? Ah, wir müssen wahrscheinlich erst Intelligenzstufe 1 freischalten. Damit kriegen wir Intelligenzstufe 2 und damit kriegen wir dann erst Kräuterkunde. Eieiei. Okay. Wir können Kräuter sammeln. Und meditieren mal eine Stunde. Dann erheben sich. Okay, das hätten wir. Dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? 5 weiße Myrteblüten. Kann man von Myrtebüschen sammeln. Wenn ich den jetzt verfolge, kann ich den auf der Karte verfolgen, dann sehen wir hier die Raststätte nur. Wo wir weiße Myrteblüten kriegen, wissen wir nicht. Ich meine, wir müssen dafür auch erst wissen, wie man... Ja, das letzte Mal war schon wieder ein bisschen her. Aufnahmepause und so. Würfelspiel können wir nicht auf der Karte verfolgen. Gesucht. Mit der Stadtwache in Vysemar. Ja gut, da kommen wir natürlich noch hin. 5 Ghule, ertrunkene Gehirne müssten wir sammeln. Um den Quest abzuschließen, benötigt man einen Eintrag zu ertrunkenen im Vestarium. Das haben wir auch noch nicht. Ja, wir sind gerade so ein bisschen... am Verzweifeln. Wir gehen nochmal hier ins Gasthaus. Da denke ich, dass wir jemanden finden, der uns helfen kann, das Würfelspiel zu lernen. Und hier gab es ja auch nochmal die Möglichkeit, Vestarium zu lernen. Oder so. Mensch, der Sultan ist hier. Ah, und der kann uns auch das Würfelspiel beibringen. Sehr gut. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vysemar ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln.
Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Okay, ihr findet ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Werte und links klickt Würfeln. Tipp, manche Charaktere verlangen, dass ihr extra Runden spielt. Okay. Wie viel fangen wir denn? Ach komm, wir machen hier mal 12. Dann müssen wir würfeln. Würfeln. Bäm. So. Das haben wir gewürfelt. Der Gegner würfelt. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist gut? Ich habe 2 Paare, der Gegner hat 3 gleiche. Aha. 3 gleiche ist natürlich besser als 2 Paare. Aber mit 2 Paaren, ich weiß nicht, dürfen wir nochmal würfeln? Kriegen wir hin. Oh. Ne, wir erhöhen nicht nochmal. Okay, 69. Gar nicht so wenig, sind im Pott. Und Soltan hat gewonnen. Achso, wir würfeln nicht nochmal. Es wird nur ein einziges Mal gewürfelt. Ich dachte, jetzt können wir uns ja vielleicht aussuchen, welche wir behalten. Oh, das ist natürlich... Dann war es jetzt nicht so gut, nochmal zu erhöhen. Aber guckt euch das an. 3 Sechsen. Ja, da hat er keine Chance. Das heißt, es steht jetzt 1-1. Der letzte... Ja, das war passig. Was? Was? Nee, ich kenne die Grundlagen nicht. Warum hatte der jetzt auf einmal 4 Sechsen? Der hatte doch 2 Einsen und 2. Oder nicht? Durfte er nochmal würfeln? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, wir hatten hier den Kaufmann. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Wahlsteuer. Ein Skandal. Dann war es der Antiquar. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Na dann. Er hatte ja durchaus interessante Sachen. Wir können aber auf jeden Fall das Buch können wir verkaufen. Und wir können das hier verkaufen. Mehr will er gar nicht haben von uns. Okay, und dann brauchen wir jetzt das Bestarium für Ertrunkene. Hunde und Wölfe. Krieg. Über Gästen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Furchtbringer? Nee. Nee. Oder hatte der das nicht? Nekrophagen. Ghule und Gravier. Ja gut, Ghule brauchen wir natürlich auch. Ertrunkene. Ertrunkene Tote und... Ja gut, wir kaufen uns erstmal das. Mehr können wir uns auch gar nicht leisten im Moment. Lesen wir. So, dann haben wir jetzt... Wissen wir jetzt alles über Ertrunkene, dann können wir ihm eigentlich das Buch wieder zurückverkaufen. Dafür kriegen wir 40, das heißt 160 haben wir jetzt dafür bezahlt, dass wir wissen, was Ertrunkene sind. Ah, das ist schon teuer. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber wahrscheinlich schon. Ah, dafür nehmen wir uns das noch mit. Ja, also Ertrunkene, den Auftrag könnten wir jetzt angehen. Und wir müssen ja auch noch... Quests. Ah, das ist sogar hier der Haupt... Ja, doch, genau. Das ist tatsächlich hier auch eine Sache. Für die Kirche des ewigen Feuers müssen wir das machen. Achso, nee, es ist aber keine Primärquest. Nee. Primärquest ist die Spur des Salamandras, Geheimnisse der Hexer und von Monstren und
sonst was. 5 weiße Myrtenblätter. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht kaufen. Weiße Myrte. Blüten der weißen Myrte. Warte mal, wir sollen Blätter oder Blüten? Da. Blüten. Passt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen pflücken. Schöllkraut. Ah, das ist schön. Jetzt können wir die ganzen Sachen uns auch noch einsammeln. Weiße Myrte. Also ein bisschen buschig. Ja, guck mal, hier ist doch alles voll davon. Nummer 3. Dann haben wir Nummer 4. Und Nummer 5. Und dann haben wir jetzt auch die weißen Myrten soweit zusammen. Dann können wir jetzt tatsächlich zur Hexe, zu Abigail wieder zurückkehren. Perfekt. Das machen wir doch gerne. In der Nacht können wir dann die Ertrunkenen töten. Läuft doch. Langweilig. Was heißt hier langweilig? Das spiele ich nicht. Ja. Huch. Da bin ich wieder falsch abgebogen und sollte vielleicht auch mal auf den Pfeil achten. Genau, hier sind die Fälle. Hier sind wir richtig. Na. Steuerung an sich ist irgendwie ein bisschen ungewohnt. Das muss ich ja wirklich sagen, dass man die ganze Zeit die mittlere Maustaste da gedrückt halten muss. Alvin ist da und Abigail ist auch da. Was wollt ihr? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Alles klar. Ich sollte nach einer Weile wieder hierher zurückkommen. Das machen wir. Ja, mit der Kirche können wir uns dann ja recht einfach dann hier zusammentun. Aber mit den anderen beiden Kollegen wird das schon ein bisschen schwieriger, habe ich so das Gefühl. Ich sollte mich sputen. Ja, mach das. Denn der eine wollte nicht mit uns reden und bei dem anderen fehlte uns der gewisse Alkohol. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt erstmal uns um die Ertrunkenen kümmern. Dass wir das dann schon mal haben. Moment, aber wir sollten das vielleicht nicht hier, sondern tatsächlich hier beim Wasser machen, ne? Dass wir da nochmal hingehen. Hier war Wasser. Da haben wir auch das Lagerfeuer, nicht, dass wir dann jetzt hier die ganze Zeit gegen diese Köter kämpfen müssen. Also vom Gefühl her ist es doch ziemlich viel hier mit rumlaufen. Gut. Hat man die Chance, sich irgendwann doch mal hier auszukennen. 3, 4, Zähne wie ein Tier. 5. Jetzt spielen sie doch. Haben sie sich doch auf was geeinigt. Dann ist ja gut. Was haben wir hier eigentlich für eine Anzeige? Das Medaillon. Ach, das war die Erfahrung, genau. Da müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Um dann das nächste Mal aufzusteigen. Mal gucken, wann das auch mit den Silbertalenten losgeht. Okay. Tja, das ist die Frage. Fragen, die sich jeder bestimmt schon mal gestellt hat. Warum ich?
alter Stadtbewohner, Stadtbewohner. Ja, schon sind wir hier vor der Stadt. Wir kommen ja nicht rein, leider. Wir kommen nicht rein. Wir müssen uns erst einmal den Leuten gut stellen. Sonst wird es schwierig. Kann ich dir Sachen verkaufen? Kann ich dir irgendwas verkaufen? Kuhmilch würde sie nehmen. Himbeersaft. Wir haben halt sehr viel zu essen und zu trinken. Ich glaube, wir verkaufen tatsächlich hier mal so ein bisschen. Das ist auch alles nur eins. Wir hier mal so ein bisschen Platz wieder haben. So. Ja, dann sind wir jetzt hier schon mal ein bisschen. Bisschen Platz wieder haben. Also, was verkaufst du eigentlich? Was du verkaufst. Okay, auch Essen und Trinken, ganz klar. Ein Ohren ist natürlich echt nicht viel, was man da kriegt. Ich probiere nochmal. Also der Typ hier, der wollte ja nicht mit uns sprechen, ne? Wo sind wir denn? Hier. Arenbrock. Der wollte nichts mit uns zu tun haben. Ich meine, vielleicht kommt das ja noch. Ich würde es jetzt trotzdem nochmal versuchen. Ist das hier das Haus? Vielleicht. Tür. Nee, das ist ein anderer. Schurke, Raufbold. Ja, das ist ein Haus, wo man gerne mal reingeht. So, hallo? Und zu Hause? Dann wird es hier das Nachbarding sein. Einfach noch mal gucken, ob der wirklich nichts von mir will. Muss er doch. Mal Hallo sagen. Achso, hier bin ich auch wieder falsch. Alles klar. Das ist noch ein bisschen weiter. Also die Sounds hier sind echt gut. Aaron. Das Haus oder bin ich jetzt schon dran vorbeigelaufen? Ach Leute, wir kriegen das noch hin. Muss es das Haus da vorne sein? Ja. Das ist es jetzt aber. Das muss es jetzt sein. Bitte sei ja Haarens Haus. Diesmal steht's da. Also Haaren. Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Ja, das ist echt ein Problem, ne? Ach ja, wir haben den Ring ja nicht. Ach, der Ring. Den kriegen wir bestimmt später, wenn wir uns hier mit dem Geistlichen um den Geistlichen da gekümmert haben. Dazu müssen wir aber natürlich die Abigail-Geschichte noch weitermachen. Also werden wir jetzt einmal meditieren. Bis Mitternacht. Denn nachts kommen die Monster noch raus. So, und die Monster, würde ich sagen, bekämpfen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.